Hausland, Hausland! Yeah, 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 yeah! Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Hausland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde. Heute in Horseland. Sie sind da! Zwei kleine Fohlen, ein Zwillingspärchen, sind zu Besuch auf Horseland. Zeigt den großen Pferden mal, wie man das macht. Doch die Eifersucht der älteren Pferde macht den beiden Kleinen das Leben schwer. Ich will zu Mami. Komm, wir müssen uns beeilen. Sie werden gleich hier sein. Oh, wer denn? Wer wird gleich hier sein? Ich hab die Decke. Hier ist das Heu. Mann, Mann, Mann. Die sind aber heute fleißig. Chef, Angora, wisst ihr, was da los ist? Sie erwarten Besucher, soweit ich informiert bin. Ehrlich? Besuch? Ich kann's kaum erwarten. So ein Quatsch. Wir brauchen nicht noch mehr Beine, die hier herumtrampeln. Du musst nicht gleich jeden, der dir fremd ist, ablehnen, Angora. Warte doch erst mal ab und bilde dir dann ein Urteil. Ja, meinetwegen. Ich freue mich, ich freue mich. Ich freue mich so. Zum ersten Mal werden wir Zwillingsfohlen bei uns haben. Ja, solange ihre Mutter krank ist. Es wird ein paar Tage dauern, bis es ihr besser geht. Ich habe mich noch nie um Fohlen gekümmert, schon gar nicht um Zwillingsfohlen. Als meine kleine Schwester noch ein Baby war, durfte ich manchmal helfen. Das war gar nicht so einfach. Die Pflege von Fohlen macht eine Menge Arbeit. Und das Ganze im Doppelpack. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, sie bekommen kein Heimweh. Es ist bestimmt nicht einfach für die Kleinen, von der Mutter getrennt und in einem fremden Stall zu sein. Ich hoffe, sie kommen mir nicht in die Quere. Es sind noch Fohlen, Aztec. Fohlen oder nicht, das ist mir völlig egal. Sie sind da! Los, Scarlett, wir werden sie auf Horseland willkommen heißen. Hallo Cream, hallo Sugar. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Was Niedliches schon mal gesehen? Bringen wir sie in den Stall. Kann ich das machen? Oh, bitte, ich auch. Ich schaff das schon. Ich helfe dir. Ich kann das allein. Nein, lasst mich das mal machen. Habt keine Angst, die sind nur so aufgeregt, weil ihr hier seid. Wir werden euch unseren Stall zeigen. Ich mach das alleine. Kommt nicht in Frage. Könnt ihr mal ruhig sein? Es ist doch ganz nett hier. Was meinst du, Sugar? Es gefällt Ihnen hier. Die Decken werden euch heute Nacht schön warm halten. Hey, das sind doch meine Decken. Es ist doch nur für eine Nacht. Du hast doch noch mehr. Meinetwegen. Aber nur für eine Nacht. Nacht, ihr Süßen. Und morgen zeigen wir euch, wie schön es auf Horseland ist. Gute Nacht. Schlaft gut. Gute Nacht, ihr beiden. Bis morgen. Sonst streichelt er abends immer meine Nase. Das hat er wohl in der Aufregung vergessen. Morgen wird wieder alles so sein wie immer. Es ist immer noch da draußen, Sugar. Und es starrt uns an. Ich hab Angst, Cream. Ich will zu Mami. Geht das auch ein bisschen leiser da drüben? Entschuldige. Es sind Fohlen, Aztec. Sie sind es nicht gewohnt, ohne ihre Mutter zu sein. Das ist doch kein Grund, uns allen den Schlaf zu rauben. Ist alles in Ordnung? Wir haben ein bisschen Angst. Aber wovor habt ihr denn Angst? Irgendwas beobachtet uns. Wo denn? Da draußen. Das ist doch nur der Mond. Meine Mutter hat mir immer erzählt, auf dem Mond lebt ein großes Pferd. Könnt ihr es sehen? Ja, ich sehe es. Ich auch.
Sie hat auch gesagt, dass es immer da ist, die ganze Nacht. Und unseren Schlaf bewacht, wie ein Schutzengel. Wow, guck mal. Das möchte ich auch machen, wenn ich groß bin. Das sieht ja schon fast so aus wie bei den Erwachsenenpferden. Das macht Spaß. Molly, guck mal. Sieh mal da, die kleinen Pferdchen. Wow, hey Leute, seht euch das mal an. Sagt mal ehrlich, habt ihr sowas schon mal gesehen? Guckt mal, wie stolz sie sind. Das ist es. Zeigt den großen Pferden mal, wie man das macht. Ich glaube, mir wird schlecht. Die beiden versuchen doch nur, uns nachzumachen. Niedlich. Du bist ja groß. Oh, Lissa! Schöne Pferdchen. Lissa! Die Pferde würden dich nie absichtlich verletzen, aber vielleicht aus Versehen. Sie sind doch so viel größer als du. Was? Wir haben noch niemanden verletzt. Auch nicht aus Versehen. Ich zeig dir ein paar Pferdchen in deiner Größe. Guck mal, die Pferdebabys. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie abgemeldet. Ach was, das bildest du dir ein. Babys bekommen immer mehr Aufmerksamkeit. Das ist nun mal so. Ich weiß nicht, Scarlett. Aztec hat recht. Hier hat sich was verändert. Zeit für deinen Morgenritt. Guten Morgen, ihr beiden. Habt ihr gut geschlafen? Du weißt, was ich in der Tasche habe? Leckere Karotten. Und seid schön artig, während wir mit den großen Pferden ausreiten. Wir bleiben auch nicht lange weg. Bis nachher, meine Süßen. Morgen, Calypso. Ich hol dein Sattelzeug. Oh, ich weiß, was du suchst. Ich habe die Karotten den Kleinen gegeben. Du bekommst morgen welche. Versprochen. Was ist denn los? Wir sind soweit, Molly. Beeil dich. Ich verstehe dieses Pferd nicht mehr. Ehrlich, du bist schwieriger als Lissa. Da ist sie ja. Endlich. Tut mir leid. Calypso scheint heute ein bisschen von der Rolle zu sein. Kannst du mir sagen, was das soll? Hey! Na, endlich. Wird auch Zeit. Sei jetzt ruhig. Lass das. Hör damit auf. Calypso. Süß, sie ist einfach albern. Das ist lächerlich. Was ist in dich gefahren?
wie ein kleines Baby. Ich dachte, dass dir das gefallen würde. Hallo, ihr beiden Süßen. Oh, langsam. So durstige Fohlen. Es scheint euch ja zu schmecken. Tja, das kommt davon. Und was machen wir denn jetzt? Lasst den Kopf nicht hängen wegen so ein bisschen Wasser. Die beiden sind richtige Clowns, hm? Huh? Hey, Aztek! Bist du verrückt? Jetzt ist das ganze Stroh nass. Ich möchte wissen, was das soll. Als die beiden das gemacht haben, war es doch lustig. Aztek, mir scheint, du bist eifersüchtig auf die beiden Kleinen. Ich? Das glaubst du doch selbst nicht. Benny liebt dich über alles. Und das wird auch immer so bleiben. Das weiß ich. Aber seit die da sind, hat er kaum noch Zeit für mich. Die wollen uns hier ja nicht haben, Cream. Ja, ich weiß. Und als wir hier ankamen, da hatte ich mich noch so auf sie gefreut. Ihr wollt uns doch nicht schon wieder die ganze Nacht wach halten, oder? Entschuldigung. Wir sind jetzt still. Gut, danke. Ich will zu Mami. Ich auch. Wir gehen nach Hause. Ehrlich? Warum nicht? Na, komm mit. Woher kannst du das? Ich habe Scarlett beobachtet in der ersten Nacht, in der wir hier waren. Also gehen wir, aber sei leise. Weißt du denn den Weg? Da lang, denke ich. Auf die andere Seite der Berge. Ich hoffe, die Pferde benehmen sich nicht so seltsam wie gestern. Wer weiß, was Indy gefahren war. Oh, guck mal. Die Box von den Fohlen ist offen. Die Fohlen sind weg. Das müssen wir Benny sagen. Gut, dass die weg sind. Jetzt ist wieder alles beim Alten. Sowas sagt man nicht, Aztek. Die beiden sind doch noch Babys. Wer weiß, was ihnen alles passieren kann. Wir müssen sie finden. Was ist los, Chef? Ist was passiert? Die Fohlen sind verschwunden. Sieh mal auf dem Reitplatz nach. Ich suche hinterm Haus. Sie sind nicht auf der Koppel und auch sonst nirgends. Oh! Ohne es zu wollen, habe ich Cream gezeigt, wie man die Box öffnet. Das ist ja wirklich ein kluges Pferdchen. Wenn sie so jung sind, lernen die Fohlen schnell. Manchmal zu schnell, wie man sieht. Sie haben sofort unsere Gangart nachgemacht. Bei der Dressur habt ihr das auch gesehen? Ich weiß, wie wir die beiden finden können. Die Decken, die sie in der ersten Nacht getragen haben, die haben bestimmt ihren Geruch angenommen. Hier, Chef, versuch's mal. Na los, Junge, such sie. Wir haben uns verirrt. Wären wir doch bloß nie von Horseland weggelaufen. Verstehst du nicht? Wir mussten weg. Die wollten uns da nicht haben. Wir konnten da nicht bleiben. Aber wir haben uns verlaufen. Da! Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich rieche nichts mehr.
scheint die Spur verloren zu haben. Hoffentlich findet er sie schnell wieder. Keine Angst, das werde ich. Es wird bald dunkel werden. Ich mag gar nicht daran denken. Die beiden da draußen in der Kälte allein. Wir hätten sie wirklich ein bisschen freundlicher aufnehmen können. Ich mag diesen Weg nicht. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Wo führt dieser Weg denn hin? Ich weiß es nicht. Glaubst du, sie sind da reingegangen? Ja, ganz sicher, sie sind da drin. Was machen wir denn jetzt, Cream? Weißt du noch, was Scarlett gesagt hat? Auf dem Mond lebt ein großes Pferd, das auf uns aufpasst. Ich bin sicher, es kann uns helfen. Ich kann nicht mehr. Hier können wir uns ein bisschen ausruhen. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen umkehren. Aber wir können die beiden doch nicht einfach zurücklassen. Sie sind nicht hier. Wir holen Verstärkung und dann suchen wir weiter. Ich glaube, ich weiß, wohin sie gegangen sind. Wohin denn? Sie suchen nach dem Mond. Suchen nach dem was? Was redest du denn da? Nach einem Platz, wo sie sich sicher fühlen. Was? Auf Horseland waren sie sicher. Sie haben gemerkt, dass du und Aztec über ihre Anwesenheit verärgert wart. Deswegen sind sie weggelaufen. Das habe ich nicht gewollt. Sie sollten bloß nicht immer im Mittelpunkt stehen. Dafür konnten sie doch nichts. Sie wollten dich nicht eifersüchtig machen. Sie haben dir nichts getan. Wären sie doch nur bei uns geblieben. Ich habe das Gefühl, sie sind nicht weit weg. Da, da oben, ich sehe sie. Oh, da, da sind sie. Am Ende der Schlucht gibt es einen Weg. Der führt direkt da oben hin. Haben wir euch endlich gefunden. Wir hatten Angst um euch. Ausreißer. Wir machen eine kleine Pause und dann nichts wie weg. Wo wolltet ihr denn hin? Wieder zurück nach Hause. Ihr wollt uns ja bei euch auf Horseland nicht haben. Natürlich wollen wir euch haben. Ein Missverständnis. Als Benny sich fast nur noch um euch kümmerte, dachte ich, er mag mich nicht mehr. Ich neige ein bisschen zur Eifersucht, aber dafür könnt ihr ja nichts. Mein Fehler. Tut mir leid. Ihr kennt doch Molly. Und als ihre kleine Schwester geboren wurde, da wurde sie auch auf einmal richtig eifersüchtig. Sie musste erst lernen, sich die Liebe ihrer Eltern mit jemandem zu teilen. Nicht wahr, Aztec? Wir sind alle eine große Familie. Und ihr beide gehört dazu. Also, was meint ihr? Kommt ihr mit? Ja, ja, gerne. Scheint alles wieder gut zu sein. Na, wollen wir? Okay, ab nach Hause. Auf Wiedersehen, ihr beiden. Und grüßt eure Mama von uns. Danke für alles. Es war richtig schön bei euch. Wir haben eine Menge von euch gelernt. Besucht uns mal. Wiedersehen. Und passt ja gut aufeinander auf. Unsere Pferde scheinen auch Abschied zu nehmen. Ich glaube, sie werden die beiden Kleinen sehr vermissen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wohl sein wird ohne die beiden. Ein wenig fehlen sie mir jetzt schon. Du scheinst sehr richtig lieb gewonnen zu haben. Naja. Wie wär's mit einer ausgedehnten Schönheitspflege, Calypso? Und was ist mit dir, Aztec? Oh.
Komm, gehen wir. Ich habe eine extra Portion Karotten besorgt. Oh, ich bin so froh, dass die Pferde sich doch noch mit den Kleinen versöhnt haben. Für mich war das einzig Gute an der Geschichte, dass es nicht sehr lange Beine waren, die hier herumtrampelten. Es kommt nicht auf die Länge der Beine an, wenn es um Freundschaft geht. Das müsstest du doch wissen, Angora.